Hallo und herzlich willkommen zurück zu Neverwinter. Ich bin Mr. Cutter für euer Let's Play des Kaninchen und was hat diese Dame denn für ein geiles Schild? Nein! Oh mein Gott, sie ist offline! Vielleicht kennt einer von euch dieses Schild, oh mein Gott! Das sah echt cool aus! Kacke. Naja, egal, wir sind wieder in Mantoldirit, denn wir haben die Oberflächenspannung ein bisschen abgebaut, die Wasserläufer können jetzt nicht mehr so gut über die Oberfläche des Wassers gleiten. Und wie ihr seht, gibt es hier wieder jetzt einiges an Möglichkeiten. Erstmal geben wir die beiden anderen Sachen aber ab. Ihr habt wahre Wunder vollbracht. Wir wissen bereits, was wir als nächstes tun müssen. Doch zunächst sollt ihr eure wohlverdiente Belohnung der 5 Fraktionen erhalten. Yay! Fordert eure Kraft ein! Die 5 Fraktionen haben Belohnungen für euch vorbereitet. Kehrt zu mir zurück. Sobald ihr euren Lohn abgeholt habt, die nächste Aufgabe wartet bereits. Das Kampagnenfenster, wählt die Kampagne The Maze Engine aus und schließt die Aufgabe Dämonen abwehren ab. Gut, das haben wir beim letzten Mal schon gemacht. Damit können wir diese Aufgabe jetzt auch abgeben. Seid ihr bereit? Gut, denn wir haben viel zu tun. Ja, mehr zu tun. Oberflächenspannung zum Beispiel. Allianzen der Oberfläche bekämpfen die Dämonen? Gut, dann wissen sie zumindest Bescheid. Ich hatte befürchtet, nur die Centaurim wüssten, was hier vor sich geht, und damit wäre niemandem geholfen. Trist hat einige Hinweise gefunden, wo Demogorgon sein könnte, aber ich habe momentan ein dringenderes Problem. Dringender als ein Dämonenfluss. Oh, das ist dringender. Dann würde ich sagen, wir werden mal den Thron der Zwergengötter verteidigen. Meine Speer berichten mir von jeder Menge Dämonenlords und untoten Gedankenschindern, die meinen Thron angreifen. Moradin muss mich verflucht haben. Ich hätte den Thron niemals unbewacht zurücklassen sollen. Ein paar Kleriker von Moradin sind zum Thron geeilt, um ihn zu schützen. Aber sie brauchen dringend eure Hilfe. Es beschämt mich, dass ich nicht persönlich dort sein kann. Aber ich muss mit Driss Demogorgon finden. Rettet meinen Thron. Das tun wir. Wenn ihr da nicht... Ja, man muss auch Aufgaben delegieren können. Das ist völlig in Ordnung. Man muss nicht überall, gerade als König, als Zwergenkönig, kann man nicht überall gleichzeitig sein. Da muss man auch ein bisschen delegieren und Arbeiten verteilen können. Oh, mir fällt gerade an, wir können ja auch Legion des Grauens noch machen. Wir fangen aber erstmal an mit dem Thron der Zwergengötter. Das, was wir jetzt machen sollen. Und je nachdem, wie lange die Folge denn, ich meine, es dauert ja nicht so lange, dann könnten wir vielleicht noch in dem Bezug auf die letzte Folge, wo wir von Noxia erfahren haben, dass wir auch die Möglichkeit haben. Der Anführer hat ein mächtiges psionisches Schild errichtet. Steht da nicht. Versucht, den Thron des Zwergengottes zu verderben. Die Gedankenschinde haben unsere Verteidigung überwältigt, noch ehe wir wussten, dass sie hier sind. Gelobt sei Moradin, Hilfe ist da. Ja, wir sind da. Wir müssen das psionische Schild irgendwie kaputt machen können. Nutzt das mächtige Anstürmen des Thoron-Kolosses, um die Tore zu durchbrechen und die Gefangenen zu befreien. Machen wir. So, erstmal aber noch ganz kurz mein Gedanke. Und zwar hatte uns Nox hat ja gesagt, dass wir noch während die Vorbereitungen auf den Sturm auf Alindras Turm fortlaufen, können wir noch andere Aufgaben erledigen, wie zum Beispiel das Gefecht der Legion des Grauens. Und da passt das doch ganz gut, wenn wir das vielleicht auch noch machen. So, was müssen wir tun? Wir müssen die Kleriker natürlich verteidigen, die hier gegen die Verderbnis kämpfen. Blitzings! Jetzt fällt mir natürlich ein, dass ich jetzt plötzlich Gruppenspieler bin. Ah, naja, das geht hier schon. Das geht in diesem Land. Oh Gott. Hey. Geh mal bitte weg. Lass das mal. Aber zum Legion des Grauens gleich. Erstmal kurz zu diesem Dungeon. Auch hier gibt es, wie bei der Prophezeiung des Wahnsinns, zwei Varianten. In dieser Variante, die wir jetzt gerade haben, müssen wir diese beiden Kleriker, also haben beide drei Phasen. Und in der ersten und in der zweiten Phase müssen wir hier die Kleriker verteidigen. Sie senken die Korruption. Ihr seht auf der rechten Seite in der Mitte diese beiden Balken. Das eine ist der Timer sozusagen oder der Belohnungstimer. Die Qualität unserer Belohnung, darunter ist die Korruptierung des Throns.
Wenn die beiden Kleriker in diesem Zustand sind, also Gold leuchten, dann senken sie die Korruption. Wenn sie angegriffen werden, verlieren sie ihre Verbindung, ihre Konzentration und können... Da, sieht man das so jetzt. Ah, jetzt hat sie ihre Verbindung verloren und jetzt muss sie die erst wieder aufbauen und derweilen kann die Korruption steigen. Deswegen dürfen sie auch gar nicht angegriffen werden, aber die Kolosse, die Golems hier gehen einfach durch. Müssen wir auch schnell genug töten. Das ist in den ersten beiden Phasen. In der zweiten Phase, in der ersten können wir einfach nur Gegner töten. In der zweiten Phase kommen dann auch noch Kolosse dazu, die nicht solche Golems sind, sondern Ansturmfähigkeiten haben. Und diese müssen wir auf das Schild lenken. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass man nicht einfach tötet, denn diese Kolosse dürfen nicht sterben. Die Golems, die Knochengolems dürfen sterben, müssen sterben. Aber ja, Schwert von oben. Die Kolosse, wir werden sie gleich sehen, die dürfen nicht sterben, sondern sie müssen auf das Schild zuchargen. Man sieht das auch an einem roten Strich, der dann einen verbindet, wenn man von so einem anvisiert wird. Und in der dritten Phase müssen wir dann gegen den untoten Gedankenschinder, der da drinnen steht und sich entspannt den Ton anguckt, angehen. Das ist dieser Durchlauf. In der zweiten Variante dieses Dungeons sind hinter diesen Toren gefangene Zwergenarbeiter. Die müssen wir befreien, indem wir in der ersten Phase die Kolosse auf die Tore lenken. Also auch wieder hier, das genaue Zielen der Kolosse ist wichtig. Wenn das geschehen ist, dann müssen wir die Verstärkungen besiegen. Es kommen immer wieder aus den vier Ecken sozusagen Gegner, die ja gespawnt werden. Die müssen wir einfach nur töten. Und in der dritten Phase dann auch wieder den untoten Gedankenschinder, den wir vernichten müssen. Früher war es in diesem Dungeon so, dass es... Früher. Nein, also sie mussten zwischenzeitlich mal einen kleinen Bug beheben, denn es war unmöglich, in der ersten Phase der zweiten Variante hiervon, also das mit den gefangenen Zwergensklaven da, Gold zu bekommen, da die Zwerge die ganze Zeit nach und nach getötet werden und abhängig davon, wie viele Zwerge entkommen, kriegt man Bronze, Silber oder Gold Belohnung für die erste Phase. Aber es war, selbst wenn du richtig schnell warst und ruckzuck die dahin gelenkt hattest, starben einfach, weil es... Du musstest Spawn abwarten. Die Kolosse, die du am Anfang hattest, reichten nicht aus, um alle Tore zu öffnen. Und deswegen musstest du den Spawn abwarten. Und das hat so lange gedauert, dass so viele Zwerge getötet wurden, dass man kein Gold mehr bekommen hat. Es war also von her, rundher nicht möglich, da die Goldstufe zu erreichen. Das haben sie jetzt geändert. Das geht jetzt. Von der Schwierigkeit her, würde ich sagen, sind im Prinzip beide relativ gleich schwer. Hier, diese Variante ist vielleicht ein Ticken leichter, wenn man sich nur auf diese Ecke hier vorne konzentrieren müsste. Ihr seht auch, die Korrumpierung geht nicht groß hoch. Und in der anderen Variante muss man sich auf diese Tore im Prinzip verteilen, damit die Kolosse darauf zuchargen. Jetzt aber... erste Phase gleich vorbei. Und Phase 2 beginnt. Die brechen durch die Tore. Da kommen sie, die Kolosse. Untote Torenkolosse kommen aus den tieferen Tunneln. Der Illithilich verstärkt sein Verderben. Der Illithilich. Mit Ustilagoren lenken sie die Gedanken der Gefangenen. So, und jetzt müssen wir abwarten. Erstmal, bis die da rausgebrochen sind. Ihr seht, das Tor geht kaputt. Das muss noch einmal angecharged werden, das Tor. Dann ist das Tor offen. Und jetzt müssen wir uns ein bisschen koordinieren. Naja, nicht viel. Man muss einfach nur aufpassen, dass man die nicht angreift. Gerade Gegner, die viel Damage machen oder die Fähigkeit haben, irgendwie Dots anzurichten, können da ein großes Problem sein. Und ihr seht hier diesen roten Pfeil, der zeigt, wohin der Charge ist, drauf und das pionische Schild kriegt keinen Schaden. Say what again? Sorry, jetzt seid ihr abgeleckt. Ah, der schöne Vorzeigeeffekt.
Da kommt die nächste. Der nächste Charge. Vielleicht funktioniert der. Er wird gar nicht auf das. Doch, diesmal hat es funktioniert. Ja. Da hat aber einer nicht gut aufgepasst. Das war mehr als knapp gerade. Ich habe hier nicht aufgepasst, dass ich hier töten müsste. Oh, ich mache eh keinen Schaden. Nee, zum Schwert von oben. Zum Töten da. So, da kommt wieder einer. Nicht töten, nur anvisieren lassen. Hier ist auch noch einer. Nicht töten, nur anvisieren lassen. Hier, komm her. Da würde ich jetzt gern spotten können. Ich kann nicht spotten. Der hat aber beide. Yay. Flieg und Sieg. Auch da muss man aufpassen, Fähigkeiten, die CC haben. Also zum Beispiel irgendwie Eisflächen des taktischen Magiers oder die Fesseln, die leuchtenden Fesseln des Klerikers, können diesen Ansturm teilweise unterbrechen. Auch bestimmte Gefährten können das machen. Also zum Beispiel mein Skeletthund mit Chuck hat die Möglichkeit, Gegner umzuwerfen. Und das ist dann nicht so cool, weil das funktioniert auch gegen diese Kolosse, die dann in ihrem Ansturm unterbrochen werden. Also wenn sie chargen, dann funktioniert es nicht mehr. Aber sozusagen in der Vorbereitung für den Charge kann es passieren, dass sie unterbrochen werden und dann ist der ganze Angriff beendet. Und dann muss man erst wieder warten, bis sie ihre Angriffsrotation durchhaben. Das ist dann einfach. Naja. Also apropos Angriffsrotation. Oh, falsche Richtung. Ah, Strahd war da bestimmt auch nicht von Anfang an super mit. Mit dieser Fähigkeit. Kuam, komm, 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 komm. Kuam, komm, 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 komm. Okay. Und das Schild ist kaputt. Hallo? Tentakelfies, ein bisschen eklig, was da war. Hallo, jetzt können wir den töten. Sehr schön. Ich mach mal den, dann kriegen sie, machen die alle ein bisschen mehr Schaden. Ich bin ja eh nicht zum Schaden machen. Das Schwert von oben. Schützen und heilen, schützen und heilen. Und diesen machen und schützen und heilen und schützen und tot. Woo! Yay! Und jetzt können wir diese Truhe öffnen. Dafür haben wir einen mächtigen Schlüssel. Ach, mehr. Glücklicherweise habe ich genügend Ferzes gesammelt, um einen schwachen Dämonenschlüssel zu machen. Das machen wir doch einfach mal. Und dann können wir nämlich diese Truhe öffnen. Ich habe eh noch 7 Stunden, bis ich wieder Ferzes veredeln kann. Tja. Jetzt können wir die richtig öffnen, ohne einen starken, mächtigen Schlüssel zu verbrauchen. Drin ist Unsinn! Immer noch und oh, 6000 Australien-Matten. Komm, die nehmen wir mal. Keine Ahnung, was Tolles. Echt, was ist das? Das war der Thron der Zwergengötter. Ein relativ entspannter Dungeon, muss man wirklich sagen. Wenn die Gruppe weiß, dass, als der Dungeon rauskam, haben ganz, ganz viele Leute nicht gelesen, was man machen muss. Es steht ja da und es wird ja auch gesagt am Anfang, dass man die Kolosse entsprechend lenken muss. Und ganz viele haben das nicht gemacht und die haben einfach getötet. Was dazu geführt hat, dass die Leute richtig frustriert waren, die gelesen haben, weil sie haben alles richtig gemacht und haben versucht, die anderen Leute auch dazu zu bringen, die Kolosse nicht einfach zu töten, aber da diese einfach entweder zu dumm waren zum Lesen, zum dumm waren zum Aufpassen oder einfach Bots waren, haben sie immer wieder die Kolosse getötet und man hat einfach nie eine vernünftige Stufe bekommen. Yay! Ihr habt euch euren rechtmäßigen Platz an meinem Hofe verdient, Abenteurer. Will ich nicht. Denn ihr habt große Taten gebracht, um Gauntlegrim zu schützen. Ich schwöre, das werde ich euch nie vergessen. Während eurer Abwesenheit hat Regis herausgefunden, dass die untoten Gedankenschinder Orcus, dem Prinz der Untoten, dienen. Orcus möchte die gesamte Welt in Untote verwandeln, was wohl diese Gedankenschinder erklärt. Verdammt! Ich dachte, wir hätten es nur mit dem Gorgon zu tun. Wie viele von diesen Dämonenlords laufen hier eigentlich frei herum? Um Orcus können wir uns später kümmern. Ich habe große Neuigkeiten. Wir haben dieses verfluchte Biest gefunden. Dem Gorgon ist nah. Orcus im Burg Never Dungeon. Also nicht Burg Never Dungeon, sondern Burg Never. So, Dämonenlord töten leicht gemacht. Wir haben herausgefunden, Demogorgon sein Unwesen treibt. Und wir haben bereits einen Plan. Wir werden ihn in ein Portal locken, sodass er in einer Höhle nicht weit von hier herauskommt.
Dann müsst ihr und ein paar Freunde eures Vertrauens uns dabei helfen, dieses Monster zurück in den Abgrund zu verbannen. Ich hoffe, ihr seid bereit, denn wir kämpfen gegen einen echten Dämonenlord. Ich bin bereit und das hier oben stimmt nicht mehr. Früher, oh, das klingt immer so blöd, wenn ich früher sage, aber es ist halt einfach so. Als dieses Modul rauskam, war es so, dass Demogorgon wirklich nur einmal pro Stunde herausgefordert werden konnte. Dafür musste man hier rüberlaufen zu dieser großen Höhle. Dort oben war der Eingang bzw. das Portal in den Dungeon. Hier oben war es. Da musste man hin. Hier sieht man auch noch diese Leuchtewand. Und damit geht man dann direkt in die Demogorgon-Warteliste. Und man musste sich dann hier immer zur vollen Stunde treffen und hoffen, dass man dann eine Gruppe zusammenbekommt, die mächtig genug ist und schlau genug ist, diesen Kampf zu gewinnen. Heutzutage ist es nicht mehr so. Heutzutage kann ich einfach auf K gehen, epische Prüfung auswählen und dort Demogorgon auswählen. Genauso wie mit Tiamat. Tiamat haben wir noch nicht gemacht, aber Tiamat ist ähnlich. War früher auch so, dass man in den Drachenbrunnen gehen musste, dort an diesen großen Tempel von Tiamat immer drei Viertel was, glaube ich, oder auch um. Ich glaube auch um oder halb. Auf jeden Fall musste man dort auch zu einem bestimmten Zeitpunkt dort sein, weil es auch nur einmal pro Stunde ging. Was diese Dungeons noch schwieriger gemacht hat, weil man die immer nur einmal pro Stunde laufen konnte. Und wenn man das verkackt hatte, weil die Gruppe kacke war oder weil man einfach zu schlecht war, musste man wieder eine volle Stunde warten, bis man erneut diesen Dungeon versuchen konnte. Da war natürlich das Loot, was man daraus bekommen hat, noch... Ich gehe mal schon wieder in die Warteliste der Weihen hier, das machen wir einfach mal mit zusammen. Da war natürlich das Loot dieser Dungeon deutlich seltener und... Also allein schon dadurch, dass du seltener in die Dungeon reingehen konntest. Und es war auch viel wertvoller dadurch. So, wir nehmen mal noch das hier. Die beiden, ne, Aura der Weisheit und Aura des Schutzes nehmen wir mal rein. Und was packen wir noch rein? Wir nehmen noch zwingnahe Ziele, das haben wir. Reinigende Berührung brauche ich nicht. Göttliche Berührung, Schwur der Absolution. Das ist doch, glaube ich, nicht schlecht, oder? Für euch oder ein... nein. Schwur der Feindschaft. Damit könnte ich... Zählt es auch für andere? Die Bedrohung, die Verbündeten generieren, wenn sie das Ziel angreifen... Wird euch zugerechnet. Das interessiert jetzt nicht so sehr. Ihr stimmt auf das Ziel zu. Interessiert mich auch nicht. Fluch! Ihr belegt das Ziel mit einem heiligen Mal. Würde ich 10 Sekunden lang 10% weniger Schaden. Ja, das klingt doch gut. Das klingt doch super. Dafür nehmen wir mal das brennende Licht weg. Und das können wir dementsprechend auf Demogorgon oder in der zweiten Phase auf seinen Schoßhund richten. Brauche ich den Rest? Eigentlich nicht, ne? Der Rest ist nicht so wichtig. Aber da kann man ein bisschen fluchen! Fluchen! Ich fluche! Habe ich das nicht? Schild des Glaubens? Ihr beschwört heilige Schilde? Das klingt doch jetzt gerade viel, viel besser, aber wir haben ja noch das hier. Ihr schützt alle Verbündeten 3 Sekunden lang vor Schaden, indem ihr 60... Genau. Das ist natürlich... 60%, das musste erstmal toppen. Sind zwar auch momentan nur 5 Sekunden, das hier sind 10 Sekunden. Aber ich glaube, das geht schon. Auch das ist wieder Demogorgon, ist jetzt auch nicht mehr so der schwere Dungeon, wo man jetzt supermäßig sich anstrengen muss und oh mein Gott, wir werden alle sterben, sondern auch wenn ich nur mit 8600 Gearscore gerade so da rein kann, ihr seht das hier, 8400 Gearscore braucht man, um dort reinzukommen, ist es, glaube ich, im Rahmen des Machbaren. Können wir uns jetzt mal hinteleportieren? Hinteleportieren, los. Ich will zu Demogorgon. Los. Sehr gut. Man muss nur drohen. Das Pferd muss sich nur aufbäumen, dann geht das schon. Demogorgon. So. Hier sind auch die Leute, die natürlich alle mitkämpfen. Bruno Bettelheimer ist hier. Ich weiß nicht, ob wir diesem Gedankenschinder trauen können. Aber vorher... Regis ist hier. Selek sagt, dass er Drist in der Nähe spüren kann. Wenn dem so ist,
Wo ist er dann? Drist fehlt. Ich solltet ihr ihn fragen. Und Grasilex ist hier. Drist ist in der Nähe. Ich spüre seine Anwesenheit. Und Demogorgon ebenso. Ja, sehr schön. Ich lasse euch jetzt in Ruhe. Ihr macht das schon. Und... nicht, bis sie kommen. Es öffnen sich Risse. Demogorgon ist in der Nähe. Da ist er. Da ist Drist. Und da ist Demogorgon. Der ist schon episch. Der sieht schon sehr episch aus. Verdammtes Biest! Ich hab da... Das ist suboptimal. So könnte man das sagen. Ich habe einen Plan. Haltet die Dämonen zurück, bis ich hier fertig bin. Okay, das sucht wird doch bestimmt leicht. Auf, um euren Geist gegen Demogorgons Wahnsinn zu schützen. Machen wir, machen wir. Ich fand super cool, dass in... Wie heißt es? Jetzt muss ich überlegen, wie hieß denn dieser, die ist Stranger Things. Ich fand das so cool, das sind Stranger Things, die, okay, der ignoriert mich eh komplett. Die Figur, die sie für den Demogorgon genommen hat, diese Spielfigur, die Kinder haben ja Dungeons & Dragons gespielt. Und hat da dann auch über den Demogorgon geredet. Und ich fand das so lustig, dass das genau die Figur war. Das kam hier nach, also Underdark, die Kampagne gab es schon, deswegen kannte ich Demogorgon hier rüber auch schon. Dann habe ich das da gesehen, habe die Figur gesehen, die genauso aussieht wie der da. Und das war halt schon ein bisschen lustig. Das war schon sehr, sehr cool. Er ist unverwundbar in dieser Phase. Wir müssen einfach die Portale schließen. Hey, du, komm mit. Kannst du mit mir mitkommen? Nee, du hast den... Kannst du mit mir mitkommen? Hi, du. Ja, komm. Ja, komm. Genau. Aua! Nicht hauen. Ist unfair. Nicht hauen. Nicht hauen. Nicht hauen. Komm hierher. Komm. Komm, mein Kleiner. Ja, komm. Ich fluche! Ich muss mich mal wieder wegbewegen. Ich bin nämlich bei 14 Wahnsinn schon. Komm, komm, ich fluche. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Ja, komm. Ja, komm, Kleiner. Ja, komm. Also Ziel sind die Portale, die geschlossen werden müssen. Und am effektivsten ist, wenn ein Paladin oder ein taktischer... Quatsch, ein taktischer Magier, genau. Oder ein beschützender Kämpfer ihn ablenken. Er ist zwar unverwundbar, aber er kann getargetet... Also er kann halt getaggt werden. Er kann Bedrohung... abbekommen, sodass er irgendwie auf einen auch dann losgeht, wie auf mich gerade. Oh, das war aber nicht so schön. Mal schnell in den Verstandsbrunnen gehen, denn ich habe nicht mehr so viel Lebenszeit. Ich mach mal, geht's mit 10 vielleicht mit mir. Ich habe die ganze Zeit kein Schild an. Was ist denn mit dir los, Katafi? So, dann kann die Truppe hier entsprechend schön die Portale schließen und ich beschäftige ihn die ganze Zeit, sodass er mir... Und dass er der Truppe nicht auf den Sack geht. Er ist natürlich schon ein bisschen heftiger, aber ich finde, ganz ehrlich, das hier ist gerade wieder ein schönes Zeichen dafür, wie mächtig eigentlich der Paladin ist, sagt er und starrt fast. Oh mein Gott! Irgendwas hat mich geheilt. Dankeschön! Trotzdem, also, wie mächtig der Paladin ist, ich hab... 8600 Gearscore. Also ich bin ganz knapp unter dem, was man braucht, um hier reinzukommen. Und trotzdem halte ich die Aggro von ihm, also den Damage von ihm aus. Sehr gut. Gold ist fertig. Es ist vollbracht. Was denn? Was denn vollbracht? Gott, wo ihr seid. Tollen Schutzkugel. Und jetzt? Oh. Oh, die ist aber hübsch, die Kugel. Demogorgons niedrige Dämonen vernichtet. Aber was bringt das schon? Goristo, sein Schoßhündchen. Verletzt Goristo, indem ihr ihn in die Rune lockt. Könnten wir machen. In die gelben Runen, da kriegt er mehr Damage. Oder er kriegt halt Damage. In den... schwarzen Runen kriegt er Heilung. Das heißt, wir müssen da auch wieder drauf achten. Das haben wir jetzt ja gelernt vorher, dass wir ihn lenken müssen. Also das Lenken haben wir ja vorher gelernt in Ton der Zwerge. Gerade eben. So, Verstandsbrunnen so schnell rein. So. Ich hab. Und... Woo! Ihr seht, ihr kriegt Schaden. Das müssen wir jetzt hier wieder anwenden. Wenn es in die schwarzen Runen geht, kriegt er halt
Heilung. Und das Problem dabei wiederum ist, auch da, früher, als der Dungeon noch neu war und die Leute dementsprechend nicht so stark waren wie heute, musste man auch mit diesen Portalen arbeiten und sie in die, also Gerüste in die richtigen Portale reinlocken, damit er überhaupt genügend Damage auf die Zeit bekommt. Und es gab auch hier wieder Leute, die das System nicht gerafft haben, die nicht aufgepasst haben, die nicht aufpassen wollten und ihn dann gerne mal in die schwarzen Portale gelockt haben. So dass der Kampf im Endeffekt erfolgreich war. Und man wollte aber unbedingt hier, gerade in der Meistervariante, wir sind hier jetzt noch in der normalen Variante, auf dreimal Gold kommen, um die bestmöglichste Belohnung zu kriegen, denn nur dann war es möglich, die, oh Gott, das verdrehte Blut, glaube ich, zu bekommen, das verdrehte Dämonenblut, um damit dann die Artefakte, Artefaktwaffen zu kaufen, die zu dem Zeitpunkt das Beste des Besten waren. Etwas kommt aus dem Abgrundreservoir. Nichts lieber als euch in den Abgrund zu jagen, Dämonenprinz. Ja, mal den Satz. Sehr schön, dass er die ganze Zeit seinen Satz sich gemerkt hat, wo er war, um den einfach da vorzuführen. So, jetzt Demogorgon können wir ihm besiegen. Seine kleinen Minions sind weg. Sein Schoßhündchen ist tot. Jetzt können wir ihm auf beide Kauleisten hauen. Erstmal hier ein bisschen von denen machen. Hier kurz rein dackeln. Fluchen! Fluche! Ich fluche doch! Ich fluche schon! Und warte! Nein, falsche Richtung! Na, das muss ich noch üben. Fluchen! Ich fluche doch! Zurück in den Abgrund mit euch, Demogorgon! Danke, mein Freund. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann Demogorgon zurückkehren wird. Und wir müssen uns darauf vorbereiten. Ja! Demogorgon ist besiegt! Und dreimal Gold! Wir haben Goldrang bei Demogorgon. Wir haben den Ring der Undurchdringlichkeit plus 3 bekommen. Ferzes Siegel des Tapferen. Und ist das nicht schön? Ist das hier nicht ein schöner Ort? Kann man hier runterspringen? Nein, ist einfach mal. Ist das nicht ein schöner Ort? Das sieht schon cool aus. Auch die Höhle ist richtig cool. Zwei Dinge. Erstens, so verdrehte Felsen kennen wir aus dem Abgrund. Ganz, ganz tief aus dem Abgrund. Da kennen wir auch diese verdrehten Felsen. Und das Geräusch klingt auch danach. Hey! Nee, das wollte ich. Ihr habt euch gut geschlagen, Dämonentöter. Ihr seid es wert, in meinem Bestreben nach mehr Dämonenblut als hilfreiche Eskorte angesehen zu werden. Ja, das lässt sich in der Tat bewerkstelligen. Lasst es uns später nochmal aufgreifen. Okay. Machen wir. Das Unterreich verdient es manchmal gar nicht, gerettet zu werden. Es erfordert schon einen großen Helden, um über die Taten der Unwürdigen hinwegzusehen und dann das Richtige zu tun. Ob meine Drow-Brüder nun ihren Dank zeigen oder nicht, ihr solltet wissen, dass ihr ihnen Gerechtigkeit habt zuteilwerden lassen. Geschichten über eure Heldentat werden in diesen Höhlen noch in Jahrhunderten erzählt werden. Ich bin froh, dass sich unsere Wege gekreuzt haben. Vielleicht werden wir uns wieder begegnen. Und dann weiß ich, dass ich euch vollständig vertrauen kann. Denn wir sind ein wahrer Held. Du aber auch, Triss. Du bist auch ein wahrer Held. Ihr habt es echt drauf. Fast so gut wie mein alter Kumpel Drist hier. Tut mir leid, dass ihr euch allein um Demogorgon kümmern musstet. Ohne euch hätten wir es nie geschafft. Euch gebührt mein großer Dank. Und natürlich auch der aller Zwerge in Gondolgrim. Und natürlich noch viel mehr, als dass ihr mir dankt. Solltet ihr hier allen gefälligst Serafina danken. Sie hat da genauso gut mitgeholfen, wenn nicht sogar noch mehr. Also, los, danke Serafina. Sag Serafina danke. Los, du auch. Du musst Serafina danke sagen. Serafina, du warst super. Du warst richtig, richtig gut, Serafina. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Da drüben steht noch der vierte im Bunde. Und zwar Regis bei den Leuchtetruhen. Nun, das war knapp. Wer hätte je gedacht, dass ich voll Tapferkeit in den Abgrund stürme, um Drist zu retten? Normalerweise rettet er mich, nicht der alte Regis Magengrummeln. Das ist sicher.
Nochmals vielen Dank, mein Freund. Ohne euch hätten wir vor einer schwierigen Wahl gestanden. Und ich weiß nicht, ob das gut gegangen wäre. Unterdessen werde ich diese Truhe hier genauer unter die Lupe nehmen. Ich schwöre, es befinden sich interessante Gegenstände darin. Wenn ich nur den richtigen Schlüssel hätte oder sie aufbrechen könnte. Ihr habt die Demogorgon bezwungen. Falls ihr über einen schwachen Dämonenschlüssel, mächtigen Dämonenschlüssel oder legendären Drachenschlüssel verfügt, könnt ihr die Arkane Truhe öffnen, um zusätzliche Belohnungen zu erhalten. Nur ein mächtiger Dämonenschlüssel oder legendärer Drachenschlüssel kann die Arkane Truhe im Demogorgon Meister öffnen. Vielen Dank, dass ihr uns Gold macht. So. Neben dieser Belohnung, nein, können wir jetzt auch noch diese Truhe immer öffnen. Das geht immer. Also wir kriegen das plus diese Sachen. Dämonenblut, Ferzes, Siegel, Hoastral-Diamanten. Wir würfeln mal ein bisschen ein paar Auswürfelmöglichkeiten. Habe ich ja, die Ringe waren früher auch was schon Nützliches, heute nicht mehr so. Aber das ist halt so mit der Zeit, ne? Gut, war jetzt nichts so Besonderes drin. Und dann gibt es hier noch die Möglichkeit, diese Truhe zu öffnen. Dafür brauchen wir einen mächtigen, beziehungsweise eigentlich einen schwächeren Dämonenschlüssel. Da ich aber heute keinen mehr herstellen kann, werde ich einen mächtigen verwenden. Denn ich finde, der Kampf gegen die Demogorgon, da sollten wir auch die Belohnung rausholen. Findet ihr nicht? Doch, ich finde das genauso. Dann drücke ich F. Ich verbrauche den mächtigen Dämonenschlüssel. Und ich bekomme Unsinn. Naja, nicht ganz so viel Unsinn. 9000 Astraldiamanten immerhin. Demogorgon ist auch... Demogorgons Reißzahn. Demogorgon ist auch eine Möglichkeit, relativ gut an Rohastraldiamanten zu kommen. Denn ihr könnt diese Truhe halt immer öffnen. Da sind so 6 bis 8000 Rohastraldiamanten drin. Wenn ihr genügend Schlüssel gesammelt habt hier über die Underdark-Kampagne, könnt ihr die andere auch nochmal öffnen, wo ebenfalls immer 6 bis 8000 Rohastraldiamanten drin sind. Zusammen sind das schon mal einfach so 12 bis, sagen wir mal, 20.000 Rohastraldiamanten. Häufig ist es so, dass auch ein Neuling dabei ist. Dann gibt es nochmal einen Neulingsrabatt. Und da ihr aus den Truhen und aus der Belohnung dieses Dungeons Ferzes bekommt, kriegt ihr auch immer wieder genügend Ferzes, um die Schlüssel herzustellen. Ich stelle mal wieder einen her, damit ich den habe, weil ich habe jetzt ja verbraucht. Das heißt, das geht schon recht gut, da Rohastraldiamanten zu sammeln. Wir haben jetzt hier zum Beispiel 22.000 Rohastraldiamanten. Früher konnte man die Ringe auch noch verwerten. Geht jetzt leider nicht mehr. Wir könnten sie für Gold verkaufen oder für Veredelungspunkte weghauen. Ich werde die kleinen weghauen. Brauche ich definitiv nicht. Und jetzt muss ich mal gucken. Du hast einen schwarzen Opalring mit 510. Der ist schlechter als das. Unsichtbarkeit ist jetzt auch nicht so relevant. Man kann sie auch leider nicht auf dem Auktionsmarkt verkaufen. Sie sind accountgebunden. Ach komm, scheiß drauf, weg damit. Oder? Gold? Ach, guck mal, ein Gold kann man auch mal nehmen, ne? War ja nicht ein Händler. Hier war doch einer. Hey! Händler der Sentarin. Hier, nimm dies und das. Gut. Dann gehen wir noch raus, reden mit Bueno. War ein Portal hier irgendwo, von dem ich... Ich jetzt so lange hier gebaut, dass ich die Portale... Nein, wir sind hier eingesperrt! No! Ernsthaft, wir sind hier eingesperrt? Das ist ja... etwas ungünstig, möchte ich sagen. Glücklicherweise verfügen wir über die Macht des Reisewegweisers, um damit wieder nach Mantelere zu reisen. Aber das ist ja... Ha! Das ist mir auch noch nicht passiert. Na gut. Egal, egal. Bueno, wir haben den Dämonenlord getötet. Naja, auf jeden Fall zurückgebannt. Wir wissen ja, wir können sie nicht endgültig töten, wenn sie vernichtet werden. Werden sie einfach nur zurück in die Niederhölle gebannt. Frei Bier für alle! Baden werden noch in Jahrhunderten Heldenlieder über euch singen. Ich sage, ihr habt euch euren rechtmäßigen Platz unter den Gefährten verdient. Wir werden einige Zeit in Mantle Dareth bleiben. Der Angriff auf Dauntlegrim beweist, dass es mehr als nur einen Dämonenlord im Unterreich gibt. Wenn wir einen von ihnen verbannen können, dann können wir auch alle verbannen. Wir lassen es euch wissen, wenn wir mehr herausgefunden haben. In der Zwischenzeit könnt ihr euch etwas zu trinken genehmigen. Das habt ihr euch wirklich verdient. Ja, Freibier, kostenloses Bier. Woo!
Das bedeutet, wir haben die Anadar-Kampagne so weit durch. Sieht überhaupt gar nicht danach aus, ne, wenn man sich das anguckt. Aber wir können jetzt ja die ganze Zeit Fertze sammeln, indem wir die Oberflächenspannungsaufgaben lösen. Oder entsprechend hier Thron der Zwergengötter und Prophezeiung des Wahnsinns absolvieren. Oder auch im Kampf gegen Demogorgon. Und das machen wir die ganze Zeit. Irgendwann können wir auch mal den Meister machen. Müssen wir mal gucken. Das könntet ihr mir vielleicht mal sagen. Ob wir den Dungeon, den Meister-Dungeon auch noch sehen wollen. Oder ob ihr sagt, nee, wir haben den normalen jetzt gesehen. Reicht. Dafür klickt ihr hier oben auf das I, was jetzt oben rechts neben der Karte auftaucht. Und dort könnt ihr sagen, ja, wir möchten die Meister-Variante auch sehen, wenn du dort rein kannst. Dauert noch ein bisschen. So viel kann ich schon mal versprechen. Denn wir brauchen dafür 9500 Kieskur. Oder ihr sagt, nein, wir haben das gesehen, das reicht. So, was ich noch zeigen möchte, ist das hier. Und zwar, früher brauchte man dieses verdrehte Blutschwert wirklich, 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 um diese Waffen zu bekommen. Ihr seht, dass sie jetzt schon nicht mehr so geil sind, ganz im Gegenteil. Aber sie waren extrem gut. Sie waren wirklich extrem gut. Man wollte sie unbedingt haben. Und auch der Bonus, der Set-Bonus, ist richtig geil. Dass man, je nachdem, ob man Schaden frisst oder ob man Schaden macht, kriegt man Kraft oder Verteidigung. Bis zu 24 Stacks hat man. Und je nachdem, je mehr man auf die Fresse kriegt, desto mehr Verteidigung bekommt man. Und je mehr Schaden man macht, desto mehr Kraft kriegt man. Sodass man dann, je nachdem, welche Klasse man hat, gilt für alle Klassen. Alle Klassen hatten davon was. Alle Klassen wurden, für alle war das nützlich. Es war ein super Teil. War wirklich ein geiles Set. Das muss man sagen, leider ein Hammer. Und ein hässlicher Hafenkopf. Meine Güte, also Gorilla-Kopf irgendwie, ne? Naja, das macht nichts. Wir brauchen es nicht mehr. Und ich würde sagen, das war es für heute. Die Anadar-Kampagne läuft jetzt einfach nur noch so nebenbei. Für mich in den verschiedenen Gebieten. Pferd zu sammeln, Segen sammeln und... Wir gucken uns beim nächsten Mal die nächsten Kampagnen an. Wir haben hier noch ein bisschen was. Maze Engine und... Dann können wir ja theoretisch auch noch Elemental Evil weitermachen. Acquisition Incorporated und Charanda können wir anfangen. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Kaninchen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.